Es ist Matchday, Freunde. Die UEFA Euro 2024 startet genau heute mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland. Ich bin mega, mega, mega gehypt und ich werde euch heute nochmal meine Teams zeigen, meine Predictions für den kompletten ersten Spieltag und generell, was ihr erwarten könnt. Ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! So, Freunde, bevor das Ganze losgeht, dieses Video wird nicht allzu gut ankommen, weil der Fantasy-Modus natürlich nicht so ganz mega beliebt ist. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn alle, die es schauen, ein Like auf dem Video da lassen können. Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr neu seid, würde mich auch sehr freuen. Und ja, im heutigen Video, ich werde euch gleich erst nochmal kurz meine EM-Aufstellung zeigen in Kickbase. Dann werde ich euch meine Kick-Tipps bzw. meine Predictions für den Matchday sagen. Und dann werden wir im Finale noch mein UEFA Fantasy-Team bauen. Ganz viel Spaß damit und wir starten auch schon. Und rein. Wir beginnen das Ganze, wie gesagt, im EM-Kickbase-Modus. Heute habt ihr auch die letzte Möglichkeit, all meinen Sachen hier beizutreten. Also sowohl meiner Kickbase-Liga, dazu werdet ihr einen Link in der Videobeschreibung finden, als auch meiner UEFA-Fantasy-Liga. Wenn das Ganze heute Abend gestartet ist, könnt ihr natürlich immer noch joinen, aber dann habt ihr natürlich schlechte bis keine Chance mehr, das Ding am Ende auch zu gewinnen. Deswegen joint gerne dem Ganzen hier. Wir sind 494 Leute, es können bis zu 1000 Leute rein. Reiner Freunde, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, wir machen es ganz kurz, denn es hat sich für mich nichts verändert. Ich fand es sehr, sehr interessant, denn Kickbase hat im DFB EM Challenge Inside Channel, den könnt ihr auch über die App oder über den Inside Channel generell von Kickbase joinen, eine Umfrage gemacht, wie ihre Leute oder wie die Leute generell aufgestellt haben. Und die meisten stellen 40, 30, 20, 10 auf. Also was das Budget angeht, fand ich sehr interessant, weil ich persönlich habe ja den 30, 30, 30, 10 Ansatz gewählt. Deswegen für mich ist das ein bisschen absurd, dass so viele Leute so eindeutig diesen 40, 30, 20, 10 Ansatz wählen, weil du hast sowohl in der 20er als auch in der 10er Kategorie ja keine Spieler, die garantiert spielen. Und mir persönlich war das beim Draften irgendwie mega wichtig, dass eben meine Spieler überhaupt spielen. Aber hey, wenn das der Way to go ist, finde ich es auf jeden Fall auch interessant. Ich persönlich bleibe weiterhin bei Kai Havertz, bei Robert Andrich, bei Maxi Mittelstädt und bei Maximilian Bayer. Ich will einfach drei Spieler haben, die safe spielen und Maxi Bayer ist dann für mich die beste Option für 10 Millionen. Das Einzige, was das hier noch verändern könnte, wäre, wenn Robert Andrich nicht startet, dann werde ich natürlich mit Pascal Groß gehen und werde dann Kai Havertz noch zu Toni Groß updaten oder upgraden. Das ist aber so die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, dass sich dieses Team ändert. Sonst bin ich damit eigentlich wirklich sehr, sehr zufrieden. Könnt mir aber sehr, sehr gerne noch eure DFB-Challenge-Aufstellungen in die Kommentare schreiben. Wenn ihr wollt, wenn ihr es spoilern wollt und es für euch kein Problem ist, dann macht das gerne. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und dann gehen wir auch schon rein in meine Predictions. Wir werden jedes einzelne Matchup durchgehen für den ersten Spieltag und ich sage euch meine Tipps. Ich bin ganz ehrlich mit euch, am ersten Spieltag hat das hier nichts mit Knowledge zu tun. Ich kann nichts scouten, klar, ich kann so ein bisschen auf die Vorbereitungsspiele eingehen etc. Aber ich will das Video trotzdem machen, weil ich mich lang und breit mit fast allen Mannschaften auseinandergesetzt habe und ich euch einfach so einen kleinen Mehrwert mitgeben will, falls ihr da Matches drin habt, wo ihr wirklich gar keine Ahnung habt, wie ihr es in eurer Kicktipp-Runde tippen wollt, will ich euch einfach mal meinen Senf dazu mit abgeben. Wir beginnen das Ganze mit Deutschland gegen Schottland. Der Tipp ist bereits bekannt, den habe ich jetzt schon häufiger gesagt, ist für mich ein 3:1. Ich gehe persönlich einfach davon aus, ihr könnt euch auch gerne meine ausführliche Deutschland-Schottland-Preview von gestern ansehen, dass Schottland einfach eine Mannschaft ist, die man nicht unterschätzen darf, dass sie eben auch das Potenzial haben, offensiv für Gefahr zu sorgen. Ich denke aber auch, wenn die Offensive bisher bei Deutschland immer ein relativ großes Problem war, dass man in dem Spiel hier so ein bisschen losgelöst, nicht Major Tom losgelöst, aber man wird hier losgelöst spielen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass sie dann die Schotten im ersten Spiel in der Heim-EM mit der Euphorie, die das alles mitbringt, aus dem Stadion schießen, in Anführungszeichen, mit 3:1. Ich denke, Deutschland wird das relativ souverän gewinnen. Wir gehen weiter zu Ungarn gegen die Schweiz. Die Schweiz generell große Probleme meiner Ansicht nach im offensiven Bereich. Klar, du hast mit Xherdan Shaqiri einen Mann, der gefühlt seit 20 Jahren da spielt. Er ist wirklich Wahnsinn mit Granit Xhaka, zwei super Spieler. Gibt natürlich noch ein paar andere, aber all in all hat die Schweiz jetzt für mich nicht unbedingt die absoluten Megatalente. Breel Donald Mbolo, der mal kranke Saisons drin hatte, ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ich glaube einfach, die Schweiz wird sich generell in diesem Turnier hier sehr, sehr schwer tun, weswegen ich hier tendenziell auf jeden Fall bei Ungarn bin. Ungarn stellt eine unglaubliche Defensive, deswegen kann ich auch schon sagen, ich glaube, die Schweiz wird hier kein Tor machen. Und dann ist für mich nur die Frage, schaffen die Ungarn es, ein Tor zu machen? Und ich gehe davon aus und deswegen ist meine Prediction für das Spiel ein 1:0 für Ungarn. Spanien, Kroatien dürfte auch interessant werden, denn die Spanier
sind mittlerweile anders aufgestellt, als sie es früher mal waren. Sie haben jetzt mit Lamine Jamal und mit Nico Williams zwei pacey, dribbelstarke Winger. Das hatte Spanien selten. Die haben teilweise mit Iniesta und Cesc Fabregas auf den beiden Flügeln gespielt oder mit Leuten wie einem Nolito, einem, keine Ahnung. Da gab es immer diese relativ langsamen Spieler, die aber technisch sehr versiert sind. Man hat jetzt einen anderen Ansatz. Ich bin mal sehr gespannt, ob das zum spanischen Spiel passt, wobei beide eigentlich bisher einen sehr guten Eindruck gemacht haben. Bei Kroatien merkst du, diese goldene Generation, die wir jetzt 10 Jahre ungefähr beobachten durften, geht so langsam wirklich ins Alter. Es kommen natürlich auch neue Talente nach, aber all in all glaube ich, dass die Kroaten in dem Spiel hier oder generell nicht nur in dem Spiel, sondern im Turnier generell sehr doll strugglen werden. Luka Modric ist zum Beispiel für mich auch keiner, auch wenn er eigentlich der Mann für alles ist, der in der Todesgruppe mit Spanien, Italien hier sonderlich für Furore sorgen wird. Deswegen ist meine persönliche Prediction, ich würde nicht auf Kroatien gehen, ich gehe hier mit den Spaniern und denke, die werden das relativ souverän mit 2-0 für sich entscheiden können. Wir gehen weiter zu Italien gegen Albanien. Beste Grüße an meine albanische Community, da gibt es nämlich einige. Ich finde das extrem geil, ich mag es auch, dass da der Hype da ist. Italien tatsächlich im Gegensatz zu dem, was man denkt. Ich dachte, Italien ist auch weiterhin eine der defensiv stärksten Mannschaften im Turnier. Aber die haben mit die schwächste Defensive in der kompletten Vorbereitung, also Qualifikation gestellt. Man muss natürlich auch generell dazu sagen, Italien hat in den letzten Jahren ziemlich doll gestruggelt, kommen jetzt gerade wieder gut in Form. Das liegt zum Beispiel auch an einem Scamacca vorne drin, von dem ich sehr viel halte. Generell auch eine super Defensive mit Di Lorenzo und Di Marco, zwei tolle Wingbacks. Also ich denke schon, dass man auf Italien zählen kann. Das ist auch definitiv eine Turniermannschaft. Wenn die hier dabei sind, dann haben die auch Blut geleckt, dann wollen die auch was reißen. Und deswegen glaube ich schon, dass Italien das gewinnen wird. Für mich ist auch hier nur die Frage der Höhe und ob sie den zu Null halten können. Davon gehe ich, wie gesagt, nicht aus, einfach weil Albanien keine schlechte Mannschaft stellt und weil Italien, wie gesagt, große defensive Probleme hatte. Ich glaube, sie werden es aber relativ knapp mit 2-1 für sich entscheiden. Und wir gehen weiter zu Polen gegen die Niederlande. Und das ist auch ganz schnell abgefrühstückt, denn ich bin nicht der größte Freund der Niederlande, spielerisch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die sehr strugglen werden. Ich habe sie auch als meine Flop-Mannschaft des Turniers gecallt. Aber Polen, ich bin selber Pole, also halber Pole, mein Dad ist Pole. Ich liebe diese Mannschaft. Ich bin auch immer so ein bisschen Underdog-mäßig für die Polen, aber ohne Robert Lewandowski, Freunde, wird da überhaupt nichts gehen. Das ist dann quasi so ein bisschen Ungarn in schlecht. Also man versucht defensiv kompakt zu stehen, wird aber offensiv wirklich gar nichts geschissen bekommen. Deswegen ist das für mich hier ein zementiertes 0-0-Spiel. Und dann ist auch hier wieder nur die Frage, kriegt Koman seinen defensiven Ansatz sich so ein bisschen aus dem Hintern gezogen und schafft er es hier irgendwie Tore zu machen? Davon gehe ich aus. Ich tippe aber trotzdem nur auf ein sehr, sehr knappes 1-0 für die Niederlande. Wir gehen weiter zu Slowenien. Zu Slowenien. Sprachenlernen, Bubble. Digga, zu Slowenien gegen Dänemark. So, jetzt haben wir es. Die Dänen generell für mich in europäischen oder internationalen Turnieren für mich immer eine der besten Mannschaften. Die haben einfach einen der geilsten Team-Spirits, sind immer da und ich habe Bock drauf. Ich freue mich, Dänemark auch bei dem Turnier hier wieder verfolgen zu dürfen. Slowenien kommt natürlich mit unserem frisch verlängerten Benny Šeško aus der Bundesliga. Bin ich sehr gespannt, ob der in dem Turnier ja auch seine Leistung zeigen kann. Ist eigentlich ein perfekter Spieler für so ein Turnier, weil er halt eben on the break richtig krass ist, weil er eine super Athletik mitbringt, konterstark ist. Die Dänen sind aber ziemlich gut darin, das zu verteidigen. Ich kann direkt schon sagen, ich bin hier eigentlich voll und ganz bei Dänemark. Man darf Slowenien nicht unterschätzen. Ich glaube aber, die Dänen haben hier in dem Spiel alles, um sich am Ende souverän mit 2-0 durchzusetzen. Serbien-England, Serbien auch sehr defensiv orientierte Mannschaft, haben trotzdem mit einem Dusan Vlahovic vorne drin jemand, der auf jeden Fall auch Tore machen kann. England gilt für mich aber auch als Top-3-Mannschaft in diesem Turnier. Ich glaube, die werden auf ihre Tore kommen. Ich glaube, die sind auch einer der absoluten Hauptfavoriten für diesen Titel. Und deswegen bin ich hier bei den Engländern. Für mich ist das nur eine Frage der Höhe. Ich habe mich für ein 2-0 entschieden. Auch hier wieder 2-0. Ich habe oft 2-0 getippt, sehe ich gerade. 1, 2, 3. Obwohl dreimal geht, ist eigentlich in Ordnung. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Vielleicht mache ich hier noch ein 2-1 draus. Who knows? Habt ihr nicht gesehen. Rumänien gegen Ukraine. die Ukraine ja für mich die Überraschungsmannschaft des Turniers. Ich glaube, die werden mindestens bis ins Achtelfinale, wenn nicht sogar bis ins Viertelfinale kommen. Stellen einfach eine super Offensive. Bei Rumänien ist es schon so, dass die Mannschaft auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube aber schon, dass sie defensiv ihre Probleme haben werden. Die Ukraine ist defensiv unglaublich gut. Die haben eine tolle Vorbereitung gespielt, auch generell eine gute Qualifikation. Ich bin hier voll und ganz bei der Ukraine. Für mich ist das auch hier nur wieder eine Frage der
ja, die Souveränität, die sie reinstecken können. Ich habe mich am Ende mal für ein 3:1 für die Ukraine entschieden. Glaube, die werden vor allem mit der Offensive brillieren. Dadurch, dass man aber mehr vom Ball haben wird, glaube ich, dass die Rumänen auch ein Tor machen werden. Deswegen 3:1 für die Ukraine. Wir gehen weiter zu den vier letzten Spielen. Belgien gegen Slowakien, gegen Slowakei in unserem ersten Spiel. Ja, die Belgier, immer so ein bisschen der Under the Radar. Oder wird immer gesagt, yo, die haben eine kranke Mannschaft, die können oben mitspielen. Davon gehe ich auch aus. Die werden hier mit Sicherheit die Gruppe auf Platz 1 finishen, aber ich erwarte ehrlicherweise nicht allzu viel, um, ja, to be honest, so. Deswegen gegen die Slowakei spielt man aber meiner Ansicht nach gegen eine der schlechtesten Mannschaften im Turnier und deswegen sollte man das hier am Ende auch für sich entscheiden können. Was ist mein Lieblingstipp heute? Richtig, 2:0. Wir gehen weiterhin mit einem 2:0 für die Belgier. Gehen weiter zu Österreich gegen Frankreich. Das könnte interessant werden. Die Österreicher haben hier direkt mal das Potenzial, so ein richtiges Spiel zu klauen, würde man in der NBA sagen. Denn man geht hier natürlich mit den Erwartungen rein, dass Frankreich das am Ende auch oder dass die Franzosen sie am Ende auch besiegen werden. Aber man darf Österreich meiner Ansicht nach nicht unterschätzen. Und deswegen erwarte ich hier ein relativ knappes Spiel, auch wenn Frankreich eigentlich auf dem Papier der haushohe Favorit sein sollte. Ich glaube auch hier, dass die Franzosen sich am Ende knapp mit 3:1 durchsetzen werden. Wird lange 2:1 stehen, am Ende werden die Österreicher dann noch ein bisschen was probieren und Frankreich wird sie dafür bestrafen mit einem 3:1. Türkei gegen Georgien sollte eigentlich eine Pflichtaufgabe für die Türken sein, denn man hat eine gute Mannschaft. Georgien ist eine der schwächsten Mannschaften, wenn nicht sogar die schwächste Mannschaft im Turnier und deswegen sollte man das hier gewinnen. Die Frage ist nur, wie hoch. Ich kann die Türkei defensiv relativ schlecht einschätzen. Durch den Ozan Kabak-Ausfall fehlt da auch nochmal ein bisschen was. Deswegen glaube ich, dass die Georgier auch mit ein bisschen Euphorie reingehen werden. Die Türken zittern sich aber zum 2:1-Sieg. Das ist meine persönliche Prediction. Portugal-Tschechien dann im letzten Spiel. Die Portugiesen, gute Vorbereitung gespielt. Auch für mich eine der absoluten Top-Favoriten auf den Titel. Tschechien ist eine nicht schlechte Mannschaft, aber ich denke schon, dass die Portugiesen das hier eigentlich ziehen sollten. Und deswegen habe ich mich für ein 3:1 entschieden. Auch mein zweiter Lieblingstipp in diesem Turnier. Das sind meine Predictions und wir gehen nochmal rein in mein UEFA Euro Fantasy Team. Wie gesagt, wenn ihr dann noch mitspielen wollt, Link dazu in der Videobeschreibung oder einfach den Code eingeben. Den blende ich euch auch gleich einfach nochmal ein. Wir beginnen mit meinem Torhüter-Duo und da habe ich mich relativ schnell für zwei Leute entschieden. Beziehungsweise eine Position war für mich absolut klar. Das ist Lunin von der Ukraine. Ich fand Lunin generell schon ultra stark bei Madrid. Und jetzt bei einer Mannschaft, die, wie gesagt, eine der besten Defensiven stellt, war das für mich ein absoluter No-Brainer. Genauso wie Verbruggen. Hat direkt im ersten Spiel gegen Polen gutes Zu-Null-Potenzial. Deswegen ist das meine Doppel-Torhüter-Kombination. Beide über die Gruppenphase verteilt. Ein guter Mix aus Zu-Null-Potenzial und ein guter Mix aus potenzieller. Beide gut gegen Elfmeter. Das war für mich auch wichtig. Und eben, dass sie nochmal den einen oder anderen Schuss aufs Tor bekommen. Bei mir in der Abwehr spielen am Ende Joachim Mähle, absolute Fantasy-Legende. Grüße an alle, die damals schon Fantasy-Manager gespielt haben. Richtig, richtig geil. Wir haben neben Joachim Mähle, João Cancelo, ich rank die jetzt nicht hier richtig ein, kann der Monk bei euch reinkicken, aber die werden gleich eh nochmal verschoben werden, wenn ich das finale Team abgebe. Ich habe Maxi Mittelstädt natürlich mit dabei mit 4 Millionen, für mich ein absoluter No-Brainer, muss hier mit drinne sein. Generell zieht euch einmal eine Tutorials zu dem Modus hier rein, es geht eigentlich fast nur darum, um Scorer zu sammeln, von daher seht ihr, dass das Ganze sehr, sehr offensiv geprägt ist. Dann habe ich noch Di Marco von den Italienern, schießt alle Ecken und dürfte auch scorermäßig die ein oder andere Gefahr mitbringen. Und den letzten Spieler, den ich mit drinne habe, ist ein kleiner Under the Radar Shout mit Gui. Ich habe absolut keine Ahnung, wie man den Mann ausspricht. Ich habe ihn literally vorher noch nie in meinem Leben gehört. Deswegen, ich weiß aber, dass er spielen wird. Deswegen ist er mein fünfter und letzter Mann in der Verteidigung. Wir gehen ins Mittelfeld und beginnen natürlich mit the main man himself, Jamal Musiala. Ich habe einfach wahnsinnig Bock auf ihn. Ich habe nicht Florian Wirtz mit dabei. Das kann ich schon mal verraten. Sondern neben Jamal Musiala spielt bei mir Toni Kroos. Super viele Leute picken Florian Wirtz, vor allem international. Das liegt einfach daran, er hat eine geile Saison gespielt, ja, aber ich glaube, dass der im DFB-Dress einfach noch nicht so die krasse EM spielen wird. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich würde da eher auf Jamal Musiala gamblen. Dann gehe ich natürlich mit Dominik Szoboszlai, einfach der Allesmacher bei Ungarn, schießt Elfmeter, Ecken, Freistöße, könnt ihr euch alles aussuchen. Genau dasselbe gilt für Oleksandr Zinchenko, auch den habe ich hier mit dabei. Und als vierten und letzten Spieler auch noch den Allesmacher der Türkei mit Hakan Çalhanoğlu. Auch hier, wie ihr seht es, alleine mit den drei Herrschaften gehe ich voll und ganz darauf, dass die alle Scorer in ihren oder immer an Scorern beteiligt sind, wenn ihre Mannschaft einen Scorer liefert. Toni Kroos, Jamal Musiala ist selbst erklären, warum ich hier zwei gute Deutsche mit dabei habe.
Zum Abschluss kommen wir noch zum Sturm. Harry Kane, der ist super unspektakulär, den können wir ganz schnell machen. Ich habe Harry Kane, ich habe Kylian Mbappé und ich habe the main man himself, Cristiano Ronaldo, auf den ich unglaublich Bock habe. Einfach im letzten internationalen Turnier muss ich ihn nochmal mit drin haben. Und das ist meine persönliche Fantasy-Aufstellung für den ersten Spieltag. Stand Freitagmorgen 11.25 Uhr. Ich bin gespannt, ob und wie viel ich da noch rumdoktern werde. Aber ich bin da echt happy mit. Schön well balanced. Ich bin auf das Punktesystem sehr gut eingegangen in dieser App. Und das ist eigentlich alles, was zählt. Schreibt mir gerne eure, schreibt es mir nicht rein. Geht einfach in die Liga, erstellt euer Team und schlagt mich. Dann sehe ich ja eure eigenen Aufstellungen. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß mit der EM. Ich habe wahnsinnig Bock. So eine Art Video wird es dann vor jedem Matchday sozusagen geben, wo ich euch alle Predictions mache und meine Aufstellung zeige. Freue ich mich sehr drauf. Ich bin wahnsinnig gehypt. Ich wünsche euch einen geilen Abend, ein geiles erstes Deutschlandspiel. Hoffentlich können wir das ziehen. Und ja, wir sehen uns später nochmal im Livestream. Habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gesagt. Heute 16 Uhr werde ich nochmal Livestream auch hier auf YouTube. Gerne einschalten, da schnacken wir noch ein bisschen über das Deutschlandspiel, gerne auch nochmal über meine Aufstellung etc. Bis dahin, Freunde, haut rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute, I want.